Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von 06TV. Wir begeben uns jetzt in den warmen Presseraum, denn da wartet ein ganz besonderer Jubilar auf uns. An meiner Seite darf ich unseren Chefcoach Pavel Dotschew begrüßen und ihm zu seinem einjährigen Jubiläum bei den Adlerträgern gratulieren. Hallo und herzlichen Glückwunsch, Herr Dotschew. Hallo, guten Tag. Herr Dotschew, wenn man so will, hat hier im Presseraum alles angefangen. Am 24. Januar 2012 wurden Sie der Öffentlichkeit hier als neuer Preußen-Coach vorgestellt. Welche Erinnerungen haben Sie an den Tag? Ja, also, dass ich sehr, sehr, sehr erkältet war. Ich könnte gar nicht sprechen, weil meine Stimme einfach weg war. Und das ist ja das, was ich in Erinnerung habe. Aber ich habe auch viele andere Sachen in Erinnerung. Aber was mich persönlich betrifft, war wirklich sehr anstrengend für mich hier vor der so viele Leute, vor viele Journalisten mir hinzustehen und noch zu sprechen. Das war eine richtige Herausforderung für mich. Also lag es nicht an den vielen Medienvertretern, sondern dann doch an der Erkältung? Genau, doch. War richtig krank. Also ich musste auch Ansprachen halten von der Mannschaft in so einer schwierigen Situation. Dann kommt ein Trainer, der kein Wort sagen kann, theoretisch. Aber ja, ich glaube schon, dass wir das gut hinbekommen haben damals. Bei Ihrem Amtsantritt sagten Sie mir im Interview, Sie seien ein demokratischer Diktator. Hat sich Pavel Dotschew in dem Jahr bei den Preußen verändert und was waren Ihre persönlichen Höhepunkte und vielleicht auch Tiefpunkte in den letzten 12 Monaten? Ja, ich bin so geblieben. Also bei mir hat sich nicht verändert. Also ich habe eine klare Linie und das ziehe ich schon durch und ich lerne auch sehr viel dazu und natürlich gibt es immer neue Situationen, wo ich auch reagieren muss. Aber ich bin treu geblieben an meine Linie und hat sich nicht viel verändert. Und ich habe auch natürlich am Anfang an, was die Tiefen betrifft, auch schwierige Phase hier gehabt. Leider Gottes, damals die Mannschaft war nicht im Mittelpunkt. Der Trend war sehr, sehr klar. Das ging alles nach unten, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Damals 16 Spiele in Folge, glaube ich, waren nicht gewonnen. 11 Spiele. Okay, ja. 11 Spiele nicht gewonnen. Also mit so einem Trend steigst du ganz klar mit Pauken und Trompeten ab. Und in so einer Phase die Mannschaft zu übernehmen, wo ein Trend ganz klar nach unten zeigt, wo auch die Stimmung sehr, sehr schlecht war und ganz schlechte Platzverhältnisse, viele verletzte Spieler, auslaufende Verträge. Also das war für mich schon eine sehr, sehr schwierige Phase und schwierige Situation. Was waren dann in den letzten Monaten Ihre persönlichen Highlights? Was können Sie da aufzählen? Ja, für mich ist ja nach jedem gewonnenen Spiel, mich hier hinzustellen und, oder in der Kabine vor der Mannschaft, das ist ja für mich, egal wie der Gegner heißt, es ist einfach für mich ein tolles Erlebnis, auch positives Erlebnis. Also für mich ist ja jeder gewonnene Sieg, egal gegen wen, immer sehr schönes Gefühl und das ist ja auch die Entschädigung auch für mich, für meine Arbeit, für das, was ich oder was wir investieren als Mannschaft, das ist die Entschädigung, weil das ist ja auch, das kommt nicht von ungefähr, das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Egal wie der Gegner heißt, in 2 Tagen heißt der Gegner Hansa Rostock und das erste Pflichtspiel im Jahr 2013 steht an. Vorgänger Fascher gegen Nachfolger Dotschew oder steckt für Sie mehr hinter diesem Aufeinandertreffen? Überhaupt nicht. Also für mich ist ja Rostock ist ja nächster Gegner, Hansa Rostock, und ich denke nicht an Fascher, nicht an Dotschew, das ist ja für mich irrelevant. Da spielt kein Dotschew gegen Fascher oder umgekehrt. Wir spielen gegen Hansa Rostock, da gibt es 3 Punkte zu vergeben und das ist das, was für mich zählt und alles andere ist für mich nicht so wichtig. Herr Dotschew, wenn Sie an den 18. Mai 2013 denken, 15.45 Uhr, Schlusspfiff gegen Babelsberg. Welches Szenario geht Ihnen dabei jetzt durch den Kopf? Das weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt schon, worauf Sie hinaus wollen und was Sie damit sagen wollen. Aber ich kann jetzt momentan nicht träumen. Also das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt mich auf das nächste Spiel konzentrieren. Das ist Rostock. Warum jetzt ausgerechnet gegen Babelsberg jetzt denken muss, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich mal ein Spiel oder 2 Spiele vorher schon an sowas denken muss, was sie sagen wollten. Aber das ist jetzt unseriös. Wir müssen, das sind 16 Spiele. Von diesen 16 Spielen, wenn wir schaffen, 9 Spiele noch zu gewinnen von der restlichen 16 Spielen, dann werden wir vielleicht das auch vielleicht eher schaffen, diese Sensation, wo wir uns alle wünschen.
Aber wir müssen trotzdem sehr realistisch bleiben. Und ich habe das schon immer gesagt, dass die Rückrunde in der Regel ist immer schwieriger als die Hinrunde. Und deswegen müssen wir jetzt uns auf die erstmal bevorstehende Spiele konzentrieren, und zwar Rostock gegen Wiesbaden. Das sind schon für uns wichtige Spiele. Und ich denke eher an diese Spiele als an das Spiel gegen Babelsberg, das letzte Meisterschaftsspiel ist. Dann bedanke ich mich bei unserem Coach, dass er sich Zeit für das Gespräch mit uns genommen hat. Wünsche viel Erfolg für die restlichen Spiele und weiterhin eine erfolgreiche Zeit bei den Preußen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich dürfen wir viele von euch in Rostock begrüßen. Bis dahin, nur der SCP.